Das ist ein purer Fußballporno. Dieser linke Fuß von Borna Sosa. Handspiel. Nochmal Freistoß. Ey, wir sind kurz ein bisschen am 16er von Union. Na, Halleluja! Eine gelbe Karte für Union. Dass ich sowas heute noch erleben darf. Ja, mir gefällt die Leistung. Natürlich gern noch die ein oder andere Offensivaktion mehr sein dürfen. Und wir werden Handelfmeter kassieren. Ja, wir werden Handelfmeter kassieren, ja. Wir werden Handelfmeter kassieren. Ich krieg's das Kotzen. Oh, ist das schön. Ja, die Hand ist halt schon draußen, aber... Mann. Ich hasse diesen Fußball und er kriegt dafür auch noch gelb. Er kriegt dafür auch noch gelb, Mann. Ich hasse diesen Fußball. Das ist halt dann die Aktion, die du unten im Abstiegskampf dann immer wieder gegen dich bekommst. Den kannst du geben. Ich hätte ihn auch gewollt, wäre er quasi für uns der Handelfmeter, aber... Ja, Digga, ey, komm, Avoni, komm, Müller, do it, Alter. Freigeben, komm, Müller. Naja, 1-0, ich krieg so's Kotzen, Alter. Jetzt schon keinen Bock mehr auf das Dreckspiel, ohne Witz. Kotz mich schon ein ganzes Spiel über den Schiedsrichter ab, jetzt kommt noch so ein geiler Handelfmeter dazu. Kann mir kein einziger Bundesligist sagen, dass es ihm ansatzweise Spaß macht, gegen Union zu spielen. Der war noch auf dem Platz und er fängt den Mamusch. Was ist dein Projekt, Mamusch? Sportort verwechselt, Mann. Glück gehabt, dass er dafür nicht gelb gesehen hat. Auf dem Platz fängt er den runter. Klar, man muss wieder mit Unioner vorbei und... Ja, kriegt einen Foul gegen sich. Der darf heute keine 5 Meter machen, ohne gefoult zu werden. Die haben Marmusch vielleicht wirklich mit als unseren Schlüsselspieler gesehen. Uns fehlen halt schon definitiv die Offensivaktionen, ne? Um hier an 1-1 zu glauben. Problem ist halt... Wenn du es mal haben könntest, wenn du mal vorbei sein könntest, dann wirst du halt jedes Mal gefoult. Du wirst halt wirklich jede Umschaltsituation, jeder Tempowechsel, whatever, alles wird sofort mit einem Foul unterbrochen von Union. Alles. Ja, fängt Sosa ab, wichtig, Ball weitergeben, danke, Mangala. Nochmal Sosa, jetzt! Spiel hoch, Mann! Spiel doch jetzt! Du Idiot! Meine Fresse, Sosa, wirklich wahr. Will da abschließen, was soll der Trick? Warum schließt du da ab, Bruder? Auf rechts, spiel den Ball auf rechts durch und Marmusch läuft frei aufs Tor zu. Klar, Ticken, spitzer Winkler oder frei aufs Tor zu. Spiel ihn doch nach rechts durch, Mann. Führe ich Eckball, er rutscht dabei aus. Ja, nicht gefährlich genug. Fernschuss, Marmusch! Schade, der war gar nicht verkehrt. Volley Marmusch, halben Meter drüber. Ja, Ito, Körper rein. Jetzt kriegt der dafür gelb. Jetzt kriegt der dafür gelb. Oh, Mann. Für sowas Simples. Ja, taktisches Foul, Bruder. Aber mit der Argumentation darf es mir heute nicht kommen. Wenn der als Ito für so ein simples taktisches Foul gelb kriegt, dann muss die Hälfte der Unioner Mannschaft gelb gesehen haben. Unglaublich, ey. Die gelbe Karteverteilung ist sehr random. Wir hatten so viele taktische Fouls oder so viele Umschaltsituationen, die von Union einfach getötet wurden mit Fouls. Und die haben gefühlt eine gelbe Karte. Endo, und dann ist der Ball weg. Der dicke Union steht da halt so solide, Mann. Es ist so eklig. Wie geisteskrank, solide Union, das da hinten weg verteidigt, Mann. Das ist halt einfach eine Qualität für sich dann. Ein bisschen offensiver, der Drang. Sosa, Führig. Wie Union das da weg verteidigt. Hilfe, Endo. Ja, ja, Kalajdzic! Nein! Das gibt's nicht. Das war nicht mal... Nee, das war einfach ein geiler Ball von Endo und der rutscht durch und Kalajdzic... Leck. Der ist halt eigentlich auf Mangala Kalajdzic übernimmt. Oh, der trifft sogar den Pfosten noch. Der war nicht mal daneben, der war sogar noch Pfosten. Oh. Wenn du halt Glück hast in der Saison, dann rutscht der rein und steht 1-1. Aber das hast du halt nicht auf Platz 17. Das hast du halt nicht. Mangala... Ja, Sosa über links nochmal.
Runter. Oh, die Flanke kommt! Ja, Junge! Sascha Kalajdzic! Sascha Kalajdzic! Wo ist meine Stimme hin? Nachbarn, alle, sorry, ihr wisst, ich bin VfB-Fan. Hilfe! Sascha Kalajdzic! 90. Spielminute! Und was eine Flanke, dieser linke Fuß von Borna Sosa! Dieser linke Fuß von Borna Sosa! Das ist ein purer Fußballporno! Dieser linke Fuß von Borna Sosa! Scheiß die Wand an 1:1! Mit Voice Track des Todes, aber dafür sind wir hier auch da. Dafür bin ich da. Heilige Scheiße, die Flanke war ja komplett gottlos. 91. Spielminute. Und da ist er. Sascha Kalajdzic. Vorhin noch der Pfosten. Jetzt ist er drin. Heilige Scheiße. Es laufen wieder Dinge für uns. Es laufen Lucky Punches für uns. Es hat bis zum 25. Spieltag gebraucht, aber es laufen Dinge für uns. Ey, vor 4 Spielen hätten wir im Leben keinen Last-Minute-Ausgleich geschossen bei Union nach so einem Spiel. Im Leben nicht. Das Momentum scheint sich zu ändern. Spiel ist euch abgepfiffen, ne? Alles wegverteidigen, Freischuss für uns, schon mal wichtig. Heilige Scheiße. Abpfiff! Wirklich, ganz großes Kino, Jungs. Aber ganz, ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Der Ausraster war wahrscheinlich für meine Nachbarn hier nicht unbedingt das größte Kino, aber für mich war es. 1,62 X-Goals für uns, 1,42 für Union. Ein Punkt, der, finde ich, klar mit der VfB-Brille, aber finde ich, vollkommen in Ordnung geht. Ich meine, es ist alles, auch nur die halbe Miete, wenn du nächste Woche gegen Augsburg dann zu Hause dann auf einmal verlierst, ne? Nächste Woche zu Hause gegen Augsburg bleibt unfassbar wichtig. Wahrscheinlich nahezu ausverkaufter Hütte. Kurve ist zurück, Stimmung ist zurück, vielleicht sogar Choreo nächste Woche ist und bleibt unfassbar wichtig. Aber das hier auch ein wichtiger Schritt. Wir sind, ne, immer davon ausgehend, dass Klapper heute Abend die Nummer schafft gegen Berlin, kommen wir auf Platz 16 aktuell. Alter. Leckt mich am Zuckerli, was kam da jetzt unten rein? Was ist da jetzt passiert? Alter, Luis. Bruder Luis, sag dir, wie es ist, du bist so krank. Heilige Scheiße! Es ist ja nicht so, als wäre es das erste Mal. Junge Luis, was ist los bei dir? Das ist schon die zweite, dritte kranke Donation. Kann mir das ja nicht live antun. Hoffe, wir waren gut. Ein VfB-Tor, 50 Euro. Bruder, ohne Witz, das ist krank. Dicker, vielen, vielen, vielen Dank. Lass mal absolut, keine Ahnung, haben wir ein Herzchen? Ja, na, so ein bisschen. Lass mal irgendeinen Spam da für Luis. Irgendeinen Spam da lassen, bitte. Junge Leute, sollten auch Unterstützung bekommen. Kuss, Bruder. Kuss, Bruder. Vielen, 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 vielen Dank. Gerade bei mir ist es auch nochmal, jetzt verglichen mit anderen, nochmal was anderes. Ich mache das ja nicht erst seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren. Ich mache das ja seit 2016. Und dass da jetzt mittlerweile wirklich hier über 160, 170 Live-Zuschauer da sind. Ein Gladbach-Vlog fast 45.000 Aufrufe macht. Dass ich hier solche Donations bekomme, nach Jahren, das ist einfach ein krasses Gefühl. Was labert denn Baumgartel für eine gequirlte Scheiße? Digga, was labert denn Baumgartel da? Und wie guckt ihr da rein? Was habt ihr mit unserem Baumgartel gemacht, Union? Was habt ihr mit unserem Baumgartel gemacht, Union? Ey, Baumgartel war so ein Ehrenmann bei uns. Was hat er mit ihm gemacht? Er steht da, hier, ne, 3 Käse hoch und so, und der Schiri hier jede 50-50-Situation für Stuttgart gepfiffen. Was labert der, Digga?